grüß Sie Gott. Trouble Beast 1974 macht wieder die Runde. Und heute habe ich euch wieder ein wenig Kräuterkunde vorbereitet. Und später gibt es auch wieder was aus der Buschküche. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, heute stelle ich euch das Scharboxkraut oder Feigwurz vor. Als erstes klären wir mal, was die Namen überhaupt bedeuten. Und zwar fangen wir mal mit dem Scharboxkraut an. Scharbock ist ein altdeutscher Begriff für Skorbut. Und Skorbut ist nichts anderes wie akuter Vitamin C-Mangel. Und dafür wurde die Pflanze früher auch verwendet, gegen Skorbut. Und Feigwurz, also hier bei mir im Schwabenländle nennen wir es Feigwurz, aber auch woanders in Deutschland. Und zwar hat die Wurzelknolle die Erscheinung von einer etwas verdorrten Feige oder einer Warze. Und daher kommt der Name Feigwurz. So, das wäre geklärt. Und folgend erzähle ich euch ein wenig was über dieses tolle Kraut. Wir finden diese Pflanze mittlerweile in ganz Europa, jedoch immer häufiger, umso weiter man sich nordwärts bewegt. Süße, brauchst du auch ein bisschen Vitamin C? Eher nicht, oder? Diese Pflanze finden wir im Bereich lichter Wälder, wie wir sie hier vorliegen haben. Aber auch schattige Obstwiesen bieten ihr einen Lebensraum. Manchmal stellt man fest, dass die Pflanze einen dichten Blätterteppich bildet. So, hier haben wir das heutige Exemplar. Eine Verwechslung dieser Pflanze ist nahezu unmöglich. Die Blätter weisen eine typische Herzform auf, wobei die Ränder nicht immer glatt sein müssen. Also die Blätter können auch gesägt oder gezahnt sein, aber diese Herzform wird immer beibehalten. Man sieht auch auf der Blattober- und Unterseite ganz deutliche, fast geometrische Segmente. Und wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man sich ein wenig auskennt, dass man diese Pflanze mit einer anderen Pflanze verwechselt. Jedoch ist Vorsicht angesagt, denn diese Pflanze kann gefährlich werden, sehr gefährlich sogar. Ich erzähle euch auch nachher, was mir schon mal passiert ist, weil ich zu gutgläubig war. Übrigens, ich blende euch nachher ein paar Bilder der blühenden Pflanze ein und gebe euch nützliche sowie wichtige Informationen durch, damit ihr ja keinen Blödsinn macht mit dieser Pflanze, so wie ich in jungen Jahren. Nun berichte ich euch über meine Vergiftung mit dem Scharboxkraut. Als 14-Jähriger hatte ich zwei ältere Freunde, die sich für Kräuterhexen gehalten haben. Bei eines unserer Ausflüge hatten sie ein Gebräu aus Scharboxkraut hergestellt und ich als Jüngster durfte es ausprobieren. Ein schlimmer Fehler für uns drei. Ende der Geschichte waren sehr starke Bauchkrämpfe, Erbrechen, übelste Hallos, also Halluzinationen und dass ich die halbe Nacht gelähmt im Zelt war, während sich
meine zwei sogenannten Freunde einen abgelacht haben. Nun ja, womit sie nicht gerechnet haben, ist, ich war am nächsten Morgen wieder völlig hergestellt und die zwei Jungs haben sich jeweils einen netten Watschen und ein paar Tritte eingefangen. Und natürlich habe ich ihnen die Freundschaft gekündigt, ist ja wohl klar. So, nun wird es Zeit für eine anständige Mahlzeit. Aber ich erspare euch heute die Schnippelarbeit und präsentiere euch nachher das fertige Gericht. So, das Essen ist serviert. Ja, ich weiß, ein wenig unbushcraftig mit dem Teller, aber ein bisschen Finesse muss auch mal draußen sein, nicht? Also, ich habe Auberginen und Zucchini sowie Paprikarote in kleine Würfel geschnitten, angebraten, dazu ein gewendetes Spiegelei, ein wenig gebratenen Knoblauch, wilden Schnittlauch, den ich vorher gefunden habe, etwas Hühnerbrust ist noch dabei und übrigens die Hühnerbrust, das Ei und der Knoblauch sind aus eigener Gewinnung und Herstellung. Ganz biologisch natürlich. Dann habe ich noch ein paar Pfefferkörner, etwas Basilikum und Oregano, eine für mich eigens angefertigte Kräutermischung, ein paar Würfel von meinem geliebten Appenzeller, ein gutes Körnerbrot vom ländlichen Bäcker und natürlich das Schaboxkraut. Ich habe hier 4 Blätter verwendet in der Größe von 5 Cent Münzen. Mehr wäre bereits eine leichte Überdosierung. Fast hätte ich es vergessen, ganz wichtig, ein Spritzer Zitrone. Ein guter Spritzer. Also ich mag es sauer. So. An dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße und nochmal Dankeschön, mein lieber Ralf. Wie du siehst, ich hab's mittlerweile immer dabei. Vielen Dank. Lass es dir gut gehen, mein Freund. Bis bald. Ich hoffe, mein heutiger Beitrag hat euch gefallen. Mein süßes Mädchen und ich genießen noch den Sonnenuntergang und lassen es uns noch eine halbe Stunde gut gehen. Und euch wünsche ich alles Gute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Joe. Tschüssle.